Endlich, meine Wünsche wurden erhört. 500 weitere Plätze für die Pokémon Box möglich mit einem Maximum von 2500. Boah, da fällt mir gerade wirklich ein Stein vom Herzen. Ich habe schon einige Pokémon verschicken müssen, wo es etwas schade war. Immer vor einem Event, dann der Community Day, dann eine kleine Reise unternommen, wo man gerne die Pokémon aus dem Ausland zum Tauschen mitnimmt. 500 Plätze möglich. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen wirklich die Worte. Außerdem werde ich gleich noch etwas zu Ditto 2019 sagen. Aber, ja, warum wieder nur 500? Das Thema hatten wir schon häufig. Könnte Niantic nicht einfach das Maximum auf 10.000 erhöhen und die Leute, die sich die Erweiterungen im Shop kaufen, daran verdient Niantic ja Geld. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich habe immer zwei Begründungen. Nummer 1, entweder etwas so aus dem Pokémon-Universum, dass Professor Willow oder wer auch immer eigentlich nicht möchte, dass man 10.000 Pokémon zum Beispiel hortet, weil die sollen auch keine Massenproduktion sein. Jedes Geschöpf an sich ist wertvoll und man sollte nur die Besten auswählen. Das könnte Erklärung Nummer 1 sein. Und Erklärung Nummer 2, die vielleicht eher Sinn ergibt, technische Hintergründe. Wir haben ältere Geräte, ältere Smartphones und durch die Pokémon Box kann man ja komplett runterscrollen mit dem Scrollbalken von oben nach unten und ich weiß nicht, wie das so ist, wenn da, sagen wir extrem Beispiel jetzt anstelle von 2500, vielleicht 25.000 Pokémon drin wären, ob da nicht der Zwischenspeicher von einigen älteren Geräten komplett abschmieren würde, das Handy ruckelt dann und so weiter. Das sind so meine Vermutungen, denn ansonsten gibt es eigentlich keinen Grund, weil, wie einige Leute das gesagt haben, Niantic daran ja Geld verdienen würde, wenn sie das einfach bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag erweitern. Aber gut, diese 500 Plätze sind wirklich genial, denn ich werde dieses Jahr noch eine Reise mit einigen Kilometern unternehmen und dann kann ich wirklich viel zum Tauschen für die nächsten Tage mitnehmen. Mehr als 100 Kilometer Distanz beim Tauschen gibt 3 Bonbons und für die Medaille bekommt man natürlich auch die zurückgelegten Kilometer, also die Distanz bei der Pilotmedaille. Gut, das war dieses Thema und dann haben wir jetzt durch Team Rocket Zubat als Shiny bekommen und Zubat war in der Vergangenheit ein Ditto-Kandidat und so viele Leute fragen immer, wie kann ich Ditto bekommen, ich brauche das für die Spezialforschung. Und wenn man im Internet danach sucht, ist auch ein bisschen problematisch, weil sich das regelmäßig ändert. Und ich will es mal erklären und Couple of Gaming hat mich da auch darauf gebracht durch eine veröffentlichte Grafik. Ditto versteckt sich in irgendwelchen Pokémon. Also man fängt dann zum Beispiel ein Visor und das transformiert sich zurück zu Ditto. Momentan gibt es wohl diese Kandidaten. Man hat noch kein extra Pokémon gefunden jetzt, welches anstelle von Zubat dazugekommen ist. Denn immer, wenn ein Pokémon als Shiny veröffentlicht wurde, dann ist es aus dem Pool der möglichen Ditto-Pokémon verschwunden. Taubsi damals und ist dann in Shiny gekommen, zack, weg von der Ditto-Liste. Muss man sich nur mal vorstellen, man fängt einen Shiny Taubsi und das wird dann zu einem normalen Ditto. Ja toll, bester Tag meines Lebens. Weil es Ditto eben noch nicht in Shiny gibt. Vielleicht in einem Jahr, wenn wir alle Pokémon dann schon haben und auch Ditto in Shiny, dann ändert sich das wieder, aber auf jeden Fall, das ist leider ultra selten, nach wie vor. Ich habe am meisten Glück mit Flurmel und Visor, muss ich sagen, weil es die auch am häufigsten gibt. Und hier ist auch die Sache, wenn es bei einem zu einem Ditto wird, wird es beim anderen dann auch zu einem Ditto. Das heißt, wenn ihr einen Freund kennt, der in eurer Nähe wohnt und ihr fangt ein Ditto, könnt ihr dem schnell schreiben, hey, komm ran da, das Flurmel war ein Ditto. Aber ansonsten gibt es eigentlich keinen Trick, nur sehr viele von diesen gezeigten Pokémon hier fangen. Gut, das war alles, was ich hier mal sagen wollte. 500 extra Plätze, ich weiß gar nicht wohin damit. Und jetzt habe ich noch einige Team Rocket Eier. Der Schilling, Alter. Neue Eier, neues Glück, der Schilling ist zurück und zwar mit 7 Kilometer Eiern und mit Team Rocket Eiern. Eigentlich wollte ich nur die Team Rocket Eier haben, aber was soll's. Mit einem Pichu ging's los oder geht es los hier. Genau, nur Team Rocket Eye wollte ich haben, doch kennt ihr das, wenn ihr aus Versehen Geschenke aufmacht und nicht wisst, dass ihr Eiplätze frei habt? Beziehungsweise gewusst habe ich es ja, aber eigentlich irgendwie verdrängt oder vergessen. Ich habe so um 23 Uhr die letzte Ladung Voltilam Eier ausgebrütet fürs Video, für das vorherige. Dann so 23 Uhr irgendwas, läutet immer mein Wecker für Geschenke.
Also meine Erinnerung, alle Geschenke aufgemacht und dann, ups, das gibt ja immer Eier. Jetzt sagt vielleicht ein oder andere, aber man sieht doch immer, was man bekommt. Aber ich mache diesen Trick, den ich in meinem 1000. Video zum Beispiel erwähnt habe, mit einem Janma geht es hier weiter. Der Trick, und zwar direkt auf X drücken, dann sieht man die Belohnung nicht. Man bekommt sie sowieso, aber man kann diesen Prozess dann überspringen, sozusagen, die Animation. Weil 20 Mal Geschenke öffnen und dann immer. Jedes einzelne Item sieht man dann. Alola, Dicta. Wenn man schnell aufs X drückt, kann man das einfach schließen und zumachen, dann geht es viel schneller. Und danach kann man sich im Tagebuch ansehen, was man bekommen hat. Ich sehe es mir im Tagebuch an und sehe, oh, ganz viele Eier, die wollte ich gar nicht. Ich meine, nichts gegen die Alola-Eier, die 7er Eier. Können Shinies drin sein und so, aber jetzt im begrenzten Team Rocket Event wollte ich vielleicht noch nach einem Shiny Zubat oder Shiny Sneebel in Eiern jagen. Die sollen häufiger vorkommen, also die Shiny Chance weiß ich nicht, aber zumindest die Pokémon an sich. Egal, ein Alola Kleinstein haben wir am Start und ein bisschen Sternenstaub auch bekommen. Und außerdem, zeitlich gesehen, ist diese Ladung gerade um 15.45 Uhr noch ein Pichu. An dem Tag, wo dieses Team Rocket Überfalls-Invasions-Event beginnt, also in einer Viertelstunde gibt es eine Stunde lang bei mir hier, bei jedem Pokéstop, eine Team Rocket-Begegnung. Und weil ich relativ kurz davor war, dass die Eier aufgehen, wollte ich die jetzt noch schnell alle wegbrüten, dass ich danach wieder die Team Rocket-Eier bekomme und schon Kilometer sammeln kann mit noch einem Alola-Kleinstein. Hier, Pichu, Pichu, Kleinstein, Kleinstein, was ist denn da los? Mach mal hier ein paar andere Pokémon rein. So, mit einem Lila-Ei, komm, da ist etwas Gutes drin. Auf das freue ich mich ein kaum mal, Bummels. Kaum ein Alat. Okay. 16 und 1600, hat sich da was getan oder bin ich echt so verwöhnt, weil ich schon aufgrund des Fehlers so lange keine Eier gebrütet habe? Das ist immer so wenig. Nein, das stimmt schon. Aha, Pokéball. 16 und 1600 ist das Minimum und 32 und 3200 das Maximum aus einem 10er Ei, oder? Ohne Event. Aber immer, das kommt mir echt wenig vor. Egal, sorry, ich will nicht rumheulen, ich muss jetzt rausgehen, Team Rocket besiegen. Tschüss. Oh, sorry, wir haben noch ein 7er Ei. Stimmt, das kam mir so kurz vor, das können noch nicht 9 gewesen sein. Na und? Nochmal Alola Dicta, zweimal Alola Dicta, zweimal Alola Kleinstein, zweimal Pichu. Aber hier, genau, auch 1600 bekommen, obwohl das ein 7er Ei war. Und die geben eigentlich nur die 5er-Wertigkeit sogar. So, jetzt war's das aber. Die letzten 9 Eier und bis gleich. Oh, ich spiele jetzt fertig. Oh. Und da bin ich wieder mit 8 Team Rocket Eiern. Eins habe ich aus Versehen schon hier aufgemacht. Da war ein Kramurks drin und ein Rattata. Nicht Rattata. Ein Rattan. Sorry, ich habe die ganzen englischen Namen jetzt schon im Kopf, weil ich die ganzen Ankündigungen und so immer auf Deutsch übersetze. So, 499. Keine Ahnung, aber hört sich schlecht an. Also, das sind nun alle Team Rocket Eier, kein 7er Ei dabei oder so. Mal schauen, eines und das zweite, zwei Team Rocket Pokémon. Also, man sieht schon, die kommen durchaus häufig vor. Zubat wäre nun auch in Shiny möglich. Wäre gar nicht so schlecht für die Sammlung, weil wer weiß, wann man das ansonsten wiederbekommt. Zubat finde ich gar nicht so häufig in der Wildnis eigentlich. Radfratz hingegen, auch ohne Event, schon viel, viel mehr. Leider viel häufiger als Taubsi, muss ich sagen. Und wir haben ein Fifien. 3 von 3... sind die Team Rocket Pokémon bisher. 365 Tage im Jahr. Das ist bisher eine gute Ausbeute, muss ich sagen, wenn man eben diese Pokémon sucht. Was uns in der Ankündigung eben nicht verraten wurde, in welchen Eiern sind die denn drin? Makuhita, okay, das 4. Ei ist nicht von Team Go Rocket mit dabei. Ein 2er Ei, und sorry, ich will aufhören, darüber etwas zu sagen, aber 400 Sternenstaub, das ist weniger als eine Team Rocket Begegnung. Gut, man muss zugeben, ich habe gerade kein Sternenstück an, ich spare mir die alle auf für das Sternenstaub-Event, was einfach hundertfach schlauer ist. 5 Eier und 4 davon Team Go Rocket Pokémon. Noch ein Rattan wurde auch neu in schillernder Variante eingeführt. Das ist immerhin ein bisschen besser, glaube ich, als das... Nein, doch nicht, 499 war das andere Pokémon. Welches? Ich habe schon wieder vergessen. Egal, so, leider kein einziges 10er Ei bekommen. Die mag ich ja ganz gerne wegen Kaumalat, muss ich sagen. Und ein Glibunkel haben wir hier. Ein Frosch, der zwar auch ein bisschen böse aussieht, aber nicht zu den Team Go Rocket Pokémon gehört. Damit wären wir bei 4 von 6 Pokémon, glaube ich. Echt krass, das ist schon eine ordentliche Ausbeute, muss man sagen. Was die Event-Pokémon betrifft, ein Kikugi! Richtig süß, oh Mann, schönes Pokémon. Sehr, sehr selten, weil man es eben nur brüten kann oder aus Moosmodulen. Ich warte noch immer auf wirkliche Beweise,
dass das jemand wild gefangen hat, außer aus dem Moosmodul. Ein paar haben mir da zwar geschrieben, als ich das mal gesagt habe, doch, ein Freund von mir hat's wild gefangen. Ja, okay, aber aus dem Moosmodul vermutlich, oder? Ich habe ansonsten... ein Beweis muss eben her, bevor ich sowas wirklich in dem Video zum Beispiel sagen kann. Oh, das war übrigens, glaube ich, ein richtig gutes. Ja, Kikugi. Süßes Ding. Ein Mauzi. Warum gibt es das Pokémon noch nicht in schillernder Variante? Das wundert mich so. Das muss doch kommen. Ist ein Ein-Sterne-Raid im Team Rocket Event. Und ja, das passt ja perfekt eigentlich zu Team Rocket. Oder wollen Sie sich die da, das irgendwie aufheben für Giovanni? Oder ich weiß nicht, was da noch kommen soll. Oder Jesse und James. Nein, das ist ja... ich glaube, dafür haben die Rechte gar nicht. Okay, das waren sich hier die letzten Eier. Und dieses Kramurks war eben auch noch dabei. Damit hätten wir... Kikugi war nicht, Glibunkel war nicht, Makuhita war nicht. 6 von 9 Pokémon aus dem Event. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und tschüss.